zum großen Finale des PAX United FIFA 365 Super Cups. Herzlich willkommen zurück noch einmal. Das letzte Mal sehen wir uns hier um 18 Uhr. Aber Jungs, ihr könnt euch gefasst machen. Das nächste Format, das nächste Projekt steht natürlich auch wieder vor der Tür. Ich weiß noch nicht ganz genau wann, aber ihr könnt euch sicher sein, weil diese Formate machen so Laune. Euer täglicher Support ist um 18 Uhr halt hier am Start. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir führen das quasi als Serie ein. Wir machen immer so ein geiles Format mit Auslosung, mit den ganzen Spieltagen um 18 Uhr. 18 Uhr ist jetzt quasi immer die Zeit von dem eigenen PAX United Cup, von der WM, EM und so weiter. DFB-Pokal gibt es ja alles hier auf meinem Kanal. Und deswegen vielen Dank schon mal jetzt für euren Support. Und wenn ihr Bock habt, die FIFA 365 Update-Serie euch zu gönnen, könnt ihr sehr gerne den Link unten in der Videobeschreibung auschecken. Der führt euch nämlich zum Panini Online-Shop. Und da könnt ihr euch nochmal 10% sparen mit dem Rabattcode PAXUNITED10. Ja, Wolski, Dortmund gegen Barcelona heißt das Finale hier oben. Und Spiel um Platz 3, Inter Mailand gegen Liverpool. Also ich drücke natürlich Dortmund heute die Däumchen. Aber ich möchte nicht, sage ich mal, ich möchte im Prinzip Barcelona, finde ich auch gut. Aber eine deutsche Mannschaft als Gewinner wäre natürlich immer noch ein Stückchen geiler aus meiner Sicht. Oder wie seht ihr das? Wen drückt ihr heute die Däumchen? Dortmund oder Barcelona? Das würde ich gerne mal wissen von euch. Schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Und wir gehen rein. Wir gehen rein ins Finale. Das könnten die letzten Packs sein. Oder das sind heute die letzten Packs. Aber vielleicht öffnen wir mehr als 7, sollte es unentschieden stehen. Das war darauf bezogen. David Klaassen, Carlos Tevez, Zumba Neymar als Winterstar, Tolisso und Adrian. Adrian von Liverpool ist nicht das Tor, aber verhindert quasi das erste Tor von Inter Mailand. Sollte es dann gleich soweit sein, eventuell. Wenn eine Inter Mailand Karte kommt, dann könnte es ja sein. Und dann ist es schon mal ein kleiner Vorteil für Liverpool. Manuel Neuer, Marco Verratti, Kingsley Coman, Leroy Sané und Aaron Ramsey. Wenn hier heute Bayern im Finale wäre, das wäre schon fast, ja, das wäre schon 3-4-0 gewesen. Das wäre schon ein 3-4-0. Das letzte Pack der ersten Halbzeit. Das letzte Pack der ersten Halbzeit. Handanovic. Huch. Leute, Handanovic pariert die ersten zwei Karten von Liverpool, ne? Die ersten zwei Karten. Das heißt, Minamino ist weg. Ashley Young ist auch weg. Aber Adrian ist jetzt auch aus dem Spiel. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt einmal kurz checken. Handanovic ist jetzt noch eine Karte wert. Und Liverpool hat keinen Keeper mehr. So ist es richtig. Lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen, als irgendwas falsch zu machen hier. Also, somit steht es 0-0. Nach 45 Minuten bei Dortmund gegen Barcelona im Finale. Und am Spielplatz 3 steht es auch 0-0. Was ist denn hier heute los? Zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit startet mit Robertson und das heißt, Handanovic ist jetzt aus dem Spiel. Handanovic ist jetzt auch aus dem Spiel. Caceres. Axel Witzel ist der Gott. Axel Witzel mit dem Doppelpack. 2-0 Dortmund. 2-0 Dortmund. Barcelona mit Ter Stegen. Das ist bitter für Barcelona, weil die nächste Barca-Karte, die nächste Dortmund-Karte ist. Jetzt kommen die Tore. Jetzt fallen die Tore. 2-0 und 1-0. 2-0 und 1-0. Das ist nicht das Tor, das ist Reynier. Und Marc-André Ter Stegen pariert. Marc-André Ter Stegen pariert und das könnte nicht sein. Platz 3. Spiel um Platz 3. Real Madrids Topmaster Sergio Ramos. Ja moin. Absolut geile Karte, bringt uns aber hier heute leider nichts. Isco, Carrasco und Paciencia. Das letzte Update-Pack mit João Cancelo. Jude Bellingham 4-0. Also wenn Dortmund hier im Finale 4-0 gewinnt, dann verdienen sie, ja, dann haben sie auch zu Recht den FIFA 365 Super Cup gewonnen. Weil ich glaube, jetzt kann hier nichts mehr, ich glaube, es wird nichts mehr anbrennen. Ich habe noch ein Pack, 4-0 und 3-0. Es müssten schon zwei Powerkarten kommen von Barcelona. Und es ist möglich. Es kommt aber Sanson von Marseille. Und das war's. Jones nochmal mit dem Dörrchen. 3-2. Aus und vorbei. Wir haben einen
FIFA 365 Supercup Meister und der lautet Borussia Dortmund. Borussia Dortmund gewinnt den FIFA 365 Supercup im Finale gegen den FC Barcelona und auch herzlichen Glückwunsch an Inter Mailand für den dritten Platz. Ich sortiere das mal ganz kurz. Erster Platz Dortmund, zweiter Platz Barca, dritter Platz Inter, vierter Platz Liverpool. Von links nach rechts die ersten vier, die Top 4 hier vom FIFA 365 Supercup, Jungs. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne natürlich hier nochmal am Ende des ganzen Projekts ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, Leute, vielen, vielen Dank. Kuss für euren ganzen Support in den ganzen Folgen. Ich bin jetzt raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssikowski.